Hi Leute und willkommen zurück zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Nach meinem Verständnis stehen wir hier vom Endgegner Misera auf der Sternwarte. Und schauen jetzt mal. Wir sind über die Zeitmanta geritten, mit einem Raumschiff geflogen, auf einem Dampfzug gefahren. Und jetzt befördert uns eine Kanone zu unserem letzten Ziel. Misera. Genau, und da schauen wir jetzt mal, was uns da erwartet. Sind alle bereit für den Abschuss? Ich habe den Rabattbot hier irgendwo gesehen. Was für eine Marktpräsenz. Nochmal eine kleine Erinnerung, dass man noch was kaufen könnte, wenn man noch was bräuchte. Aber wir sind eh pleite, wir haben schon gekauft. Von daher können wir uns hier auf den Weg machen. Und werden jetzt, glaube ich, finalerweise darüber geschossen. Finster Zeitdimension? Er freut sich. Da kommt der Oktopus oder was auch immer sie ist. Ich habe keine Ahnung. Die Einäugige. Einarmige. Und versucht uns zu zerquetschen. Misera! Besiege Miseras Sternenarm. Ja. Okay. Sternenarme vielleicht? Greifen wir jetzt von drei Seiten an. Die Schöpferin der Finsterzeit, Misera. Auch wenn wir auf drei Schlachtfelder aufgeteilt sind, können wir nur gewinnen, wenn wir zusammenarbeiten. Ich dachte es mir schon fast, es sah schon so aus. Misera selbst ist zu weit weg, aber ihre Sternenarme nicht. Konzentriert euch auf sie und natürlich darauf, nicht getroffen zu werden. Misera wird bestimmt mit ihrem Arm angreifen, indem sie damit einen Helden anvisiert und ihn kurz darauf auf ihn heruntersausen lässt. Mit Sicherheit. Das nutzen wir zu unserem Vorteil. Seht ihr diese Trampoline? Wenn ein Held auf eins davon springt, bricht ein gezackter Stachel aus dem Boden hinauf. Was meint sie jetzt mit Trampoline? Die grünen Dinger oder die hellrosanen? Pass auf, dass der Held, der auf ein Trampolin springen will, nicht in Reichweite des Arms gerät. Sonst wird er gewürgt. Ist mir jetzt noch nicht so hundertprozentig klar. So, das sind die drei Charaktere, die wir hier gerade zur Auswahl haben. Erstens ist mir gerade nicht so hundertprozentig klar, was wir hier tun wollen. Es ist auf jeden Fall schon mal eine witzige Animation. Okay, also Misera will jetzt gleich auf Rabbit Rosalina hauen. Das habe ich verstanden. Wie wir jetzt diesen Stachel hier zu unserem Vorteil nutzen wollen, das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Außerdem habe ich das Gefühl, ich müsste alle meine Helden mal ein bisschen skillen. Oder macht das nur so den Eindruck? So, dann geben wir uns mal ein Schild. Dann kann sie hoffentlich so viel auf uns rumhauen, wie sie möchte. Roms. So. Achso, da hinten wären auch noch Gegner gewesen. Und sie könnte auch noch den hier machen. Immun gegen Lethargie. Ja, wir machen mal die Runde zu Ende und schauen mal. Wir haben drei Schilder. Ich wollte gerade sagen, das sollte uns dann nicht so viel ausmachen. Oh, da sind noch mehr Sniper. Okay, hier ist einiges an Gegnern mit uns auf der Plattform. Das hatte ich noch gar nicht so berücksichtigt. Okay, er greift sie. Und schmeißt uns durch die Gegend. Okay, also es sind immer die dran, auf der er gerade zeigt.
Was macht das? Gegenschlag. Wenn ein Gegner mit einer Waffe angreift, wird sofort ein Gegenangriff gestartet. Also, Trampolin. Ich bleib jetzt einfach mal drauf stehen, ohne zu springen. Komm, hau noch ein paar Mal drauf. Was macht das hier? Alle Ziele erleiden den Schwächungseffekt und fügen dadurch weniger Schaden zu. Gegner, die vom Verwundbarkeitseffekt betroffen sind, nehmen 30% mehr Schaden. Ja, mach mal so. So ist okay. Es hat auf jeden Fall ordentlich Überspringreichweite. Das ist okay. Aber ich habe das Gefühl, ich müsste hier mal ein bisschen was an meinen Charakter-Skillpunkten noch machen. Ein bisschen was habe ich ja zwischendurch immer gemacht. Aber ich bin mir fast sicher, dass ich hier noch mehr skillen könnte. Warum kann ich hier diese Animationen nicht abbrechen? Die habe ich auch schon 1000 Mal abgebrochen. Ach so, das zählt schon als Bewegung, die direkt den Reaktionsmove hier triggert. Nice. Komm, noch ein paar Mal, das ist okay. Hat schon fast nichts mehr, der Arm. Aber mehr können wir auch gerade nicht machen. Er kriegt's direkt zurück. Ach kommt, jetzt hört doch mal auf, alle hier auf Rabbit Mario zu gehen. Das geht doch mal gar nicht. Ich will doch mal gucken, was die Hand macht, wenn die Hand jetzt mich haut, während ich auf dem Trampolin stehe. Okay, er haut auch auf die Entfernung zurück. Ey, das mit den Trampolinen habe ich da noch nicht verstanden. Ich habe eh das Gefühl, wir müssen den Kampf eventuell nochmal machen. Warum kann ich diese ganzen Animationen hier nicht abbrechen? Na gut. Auf die Hand gehen sie leider nicht, das ist ein bisschen schade. Kann uns das irgendjemand nochmal sagen, was wir hier mit diesen Plattformen machen sollen? Ich hab's noch nicht so ganz gerafft, ehrlich gesagt. Ja gut, hier müssten wir auch mal eine Runde Heilung schmeißen, habe ich den Eindruck. Und wieder Animationen, die ich nicht abbrechen kann. Warum muss ich hier im Endfight alle Animationen durchziehen? Ich weiß es nicht. Ah, wirklich alle, ne? Keine Ausnahme. So, das hat auch noch mal ein paar Mal getroffen. Und jetzt werden wir es auch wieder abkriegen von diesen... Er springt mitten in die Explosionsviecher. Sauber. Sauber Hase, wie du auch noch mal immer heißt. So, ihn hat es auf jeden Fall zerlegt. Bäm, ja, auf sie drauf, dankeschön. Ja, auch noch mal ein paar Mal auf die Hand drauf, das ist okay. Oh. Danke. Nicht drauf geachtet. Ja, jeder, der da in die Nähe fliegt, wird irgendwie geschnappt, ne? Deswegen... Spiel, verrate mir doch mal, was das soll. Guck mal, die erste Hand haben wir. Tja. Aber ansonsten ist hier jemand tot. Ich kann die Animation nie abbrechen, ey. Warum nicht? Gut, Prinzessin noch nichts abbekommen. Das ist okay, wenn sie jetzt mal was abbekommt.
Wow, das hat reingehauen. So, mal gucken, ob wir alle drei Hände tot kriegen. Das wäre irgendwie cool. Achso, die folgt mir. Na gut, dann bringt es nichts, hier mit Luigi abzuhauen. Bam, Junge. Kriegst gleich noch einen Sniper-Schuss ab. Warum hat eigentlich die erste Hand so viel Schaden genommen? Oh, nee, komm. Warum gehst du auf ihn und nicht auf die Hand? Genau, was wir wollen. So, er darf sich einmal heilen. Immer drauf da. Aber er will immer noch auf Luigi gehen. Na gut, hier reicht's noch nicht ganz. Aber ich habe das Gefühl, hier werden wir auch noch eine Runde überleben. Hey! Wow! Wow! Okay, ein leichter Respawn. Hier kriegt es Luigi einmal ab. Ist okay. Und wir werden auch noch aufeinander geschmissen. Frech, die Hand. Frech. Warum? Warum ist jetzt hier keine Hand? Man muss jetzt auch nicht alles verstehen in diesen Teamfights hier, oder? So, einmal drauf da. Er darf auch nochmal, vielleicht kommt er auch nochmal nah genug ran. Und zerstört da schon mal das eine oder andere. Ja, ungefähr so habe ich es mir vorgestellt. So. Erledigt sie hier auch noch was? Oh, beides. Keine Chance. Very nice. So, jetzt werden wir wenigstens von der Counterattacke nicht getroffen. Aber es könnte sein, dass sie jetzt drauf geht, oder? Na gut, er geht immerhin auf Bowser. Da hinten spawnt's nach. So, und hier kommt immerhin wieder eine Hand an. Schon wieder hierhin, wo jemand tot ist. Okidoki. Okidoki. Ah, immer auf die Hand. Natürlich. Worauf sonst? Ach so, wenn wir die Hand hinter uns herziehen, bewegt die sich ja. Ist ja mega billig, sie so in die Counteraktion reinzukriegen. War es die letzte Hand? Achso, es gab nur insgesamt. Ich dachte irgendwie, gedacht, das wären drei Hände, weil wir drei Parteien waren. Aber es gibt ja insgesamt nur zwei Hände, ne? Okay, das ging ja noch einigermaßen. Misera! Nächste Runde. Besiege Misera. Wir fangen schon wieder auf drei Feldern an, offensichtlich. Wir müssen uns jetzt wahrscheinlich auf allen Feldern in die Mitte vorarbeiten. Um dann auf Misera ballern zu können, oder? Die Kraft, die er erzeugt, kann kaum berechnet werden. Er wird bestimmt von den Sparks mit Energie versorgt, die Misera gefangen und ausgesaugt hat. Wer ist er? Diese Sparks könnten auch gerettet werden. Befreit sie, indem ihr den Stern trefft. Ohne seine Kraft wird Misera geschwächt. Ja, ich würde sagen, wir gönnen uns hier mal die Heilung. Die ist bitter nötig. Haben wir jetzt eigentlich alle Helden hier? Wir haben alle Helden im Spiel, ne? Das heißt, wir müssten hier mal wieder was anpassen.
Wir haben 15 Punkte. Erhöht den Schaden. Machen wir es mal so im Groben. Bisschen Technik, bisschen Schaden, bisschen Bewegung, bisschen Leben. So. Sie hat noch 6. Hat immer noch 3. Rasereiangriffe. Ja, immer her damit. Er hat auch schon ziemlich viel hier geskillt. Dann machen wir hier mal weiter. So, 2 noch. Rabbids Luigi Rasereiangriff führt dem Gegner den Schwächungseffekt zu. Den Schwächungseffekt. So. Rabbit Mario. Oh, guck mal, hier oben können wir schon gar nicht mehr. Kann sich nach einem Angriff noch bewegen. Ja, okay. So, sind wir hier auch noch ein paar Punkte losgeworden. Was haben wir hier noch? Wenn die Sturmklinge aktiviert ist, nimmt sie weniger Schaden. Ja, warum nicht? Noch mehr Raserei-Angriffe? Ah, ne. Konnten wir nicht. Achso, wir haben keine Punkte mehr. Okay. Dann mit Bowser haben wir noch einen Punkt. Okay, dann haben wir gar nicht so viele Punkte nicht geskillt, wie ich dachte. So, dann würde ich sagen, geht's hier mal weiter gegen Misera von 3 Seiten und schauen jetzt mal, wie wir hier zu Rande kommen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so hundertprozentig, was hier das beste Vorgehen ist. Und vor allen Dingen nervt es mich echt ein bisschen, dass ich diese ganzen Animationen nicht abbrechen kann. Achso, Sparks ausrüsten. Müssten wir jetzt auch nochmal 3 Millionen Mal, ne? Sparks ausrüsten. So, kriegen wir den schon ganz getötet? Noch nicht ganz. Was kann sie noch? Sie hat auch einen Flächenschaden, ne? Aber der reicht nicht bis dahin. Dann machen wir mal das. Schläfer die beiden mal ein. Beziehungsweise es waren sogar 3. Aber ich komme hier auch nicht so richtig weg mit allem, was ich habe. Das nervt so ein bisschen. Mist! So. Gucken, ob wir mit Mario hier auch nochmal irgendwo drankommen. So. Dann auch nochmal das. Schild für alle. Wir haben noch nicht einmal auf Misera geschossen, aber wie gesagt, wir müssen auch erstmal grob in die Richtung kommen, ne? Das ist schon ein Problem. So, Sniper Nummer 1 mal hinüber. Ach so, sie darf auch noch. Ja, jetzt geht's auf den anderen Schlachtfeldern weiter. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie es hier jetzt mit Respawn und so aussieht, ne? Ob es sich lohnt, die Gegner zu erledigen oder nicht. Mal gucken, ob uns gleich jemand angreifen will.
Oh Gott, kein Ziel in Reichweite. Das ist ja ganz super gelaufen. Der Breakdancer am Start hier. So, das sieht doch ganz vielversprechend aus. Kommt der auf uns zugelaufen? Nein. Ja, hier sind schon so ein paar Gegner, durch die wir uns mal irgendwie erst durchkämpfen müssen, ne? Boah, warum kann ich hier nichts abbrechen? Ich drücke jedes Mal die B-Taste, weil ich so gewohnt bin, ne? Aber abbrechen kann man irgendwie nix. Ich wollte gerade sagen, hier die Gegner. Ah, komm. Schlag Mario zurück. Nee, nur bei direkten Treffern, oder? Achso, das sind so Feuerknechte, ne? Ich dachte, das wären so Oberlehrer gewesen. Aber gut, Feuerknechte. Da wundert es mich nicht, dass wir die one-hitten. Ja, Rabbit Luigi hat es schon gut erwischt. Und wir haben noch nicht einen Treffer auf Misera abgegeben. Na gut, sie müssen wir wohl mal irgendwie hier springen lassen. Macht ja sonst gar keinen Sinn. Hier völlig hinten, unser Nahkämpfer. Ich glaube, sie lassen wir auch noch mal ein bisschen springen. Die, die am weitesten hinten sind. Mal gucken, ob wir den erledigen können. Also gerade nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber so... Erwischen wir beide. Okay, nice. Wollt ihr mehr? Haben wir jetzt schon mal ein bisschen was hier erledigt? Ich weiß gar nicht, wen wir hier zuerst wollen. Den Sniper oder diesen komischen Geist? Nehmen wir mal den Geist. Roms. Oh, hast du keinen Schutz mehr? Das tut mir leid. Aber leider haben wir hier auch wenig reaktive Skills am Start. Na los. Und auch Leute, die ziemlich offen hier rumstehen. So, und Misera darf auch nochmal. Aua. So, nächste Plattform. Ist eigentlich ganz nice gemacht vom Endkampf, ne? Dass wir jetzt nochmal alle Helden im Spiel haben, ja? Wobei man das vielleicht auch schon vorher hätte ein bisschen irgendwie... Wie gesagt, geschickter lösen können, vielleicht bessere Teamgröße oder so, um mal mehr Helden ins Spiel zu kriegen. Und mich vor allen Dingen auch mal ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszuholen. So, hier haben wir jetzt einiges erledigt, so langsam. 0% auf den da? Warum? Ach komm. Noch einer weg. Barriereladung. Ach so, Rasereiangriff hatten wir schon. Ja, mehr Crits bitte. Oh nein, es reicht so gerade eben nicht. Dann muss noch ein Powerblock hinterher. Hallo? Jetzt kriege ich... Boah, jetzt kann ich ihn auch nicht mehr aufheben, oder wie? Es ist zum Brechen. Zum Brechen und Mäuse melken. Aber hier würde noch einer gehen.
So, und den können wir jetzt auch in die richtige Richtung werfen, ne? Ja, wie gesagt, ich finde es... Erstens ist es generell, auch vom Kampf her, eine super Abwechslung. Ich meine, klar, dass sie sich für den letzten hier nochmal was Besonderes aufbewahren, ist irgendwie klar. Ich will nicht sagen, dass die anderen Schlachtfelder nicht abwechslungsreich gewesen wären, aber nochmal so ein, zwei... Ja, da kommt der Respawn-Fakt. Besondere Sachen dabei, wäre schon irgendwie cool gewesen, ne? Ja, und vor allem, dass man jetzt wirklich mal alle Helden im Spiel hat. Wobei natürlich der Nachteil auch ist, dadurch, dass ich im Spiel jetzt nicht so abwechslungsreich gespielt habe, sind unsere Helden natürlich auch nicht so geil ausgerüstet. Sing! Ich wollte gerade sagen, Rabbit Luigi geht drauf? Nein. Heil dich mal lieber. So, komm du mal raus. Sniper Bait. Und schieß mal auf irgendwas. Und treffe allen. Luigi darf mal auf den eigentlichen Boss zielen. Und wir sind hier irgendwie festgefroren. Das hilft uns nicht so richtig weiter. Von daher können wir mit ihm eigentlich gerade gar nichts machen, ne? Ja, hier ist einiges an Gegnern, aber auch nur so Billo-Gegner. Den Dicken haben wir hier erledigt, der hier vor uns stand. Jetzt haben wir noch irgendwie zwei normale Knechte. Und ein Feuerknecht, ja. Und ich glaube, auch wenn der normale Knecht uns trifft, dass es gar nicht so viel macht. Vielleicht kann sich Rabbit Mario darum noch ein bisschen kümmern, wenn wir irgendwann mal wieder losgeeist wurden. Und unsere Fernkämpfer geben wir tatsächlich mehr auf den eigentlichen Boss. Das wäre mal nicht so verkehrt, mal ein bisschen mehr auf den eigentlichen Boss gehen, oder? Ach so, die kriegen auch direkt bei der Landung was ab. Das hatte ich schon wieder verdrängt. So, hier holen wir mal die AOE-Keule raus und gucken mal, dass wir die beiden wegkriegen. Oh, oh. Ich glaube, wir haben uns auch ein bisschen selbst mit in die Luft gesprengt. Aber die beiden gehen drauf. Sehr schön. Ja, dann. Würde ich sagen, gehen wir jetzt mal auch hier auf ein bisschen Bossschaden über. Kommen wir mit ihr auch an den Boss ran? Ja, kämen wir sogar. Gut, dann würde ich sagen, darf sie sich auch einmal so heilen? Und dann gibt es hier auch mal ein bisschen Boss-Schaden. Sie trifft ja auch wirklich oft genug mit ihrer Klinge, ne? Ich habe gar nicht beachtet, ob sie an den Boss drankommt. Oh nein, kommt sie gar nicht. Ah doch, kommt sie wohl, von hier. Okay, hat doch mehr Schaden als gedacht. Ich dachte nach dem ersten Luigi-Treffer, okay, das ist ja schnell vorbei hier. Das können wir später mal machen. Ich würde sagen, wir beenden das hier mal. Ja, da kommt der Respawn jetzt auch. Das scheint jetzt überall zu kommen. Also ab jetzt würde ich mich mal versuchen, drauf zu beschränken, nur noch Schaden auf den Boss zu machen. Und hoffen, dass wir ihn so umgeflext bekommen. Achso, shit, sie kann ja gar nicht heilen. Sie kann ja bestenfalls ein Schild machen. Macht das auch dem Boss was? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Nein, es macht uns nur selber Schutz kaputt. Ich fürchte, auch das macht uns selber den Schutz kaputt. So. Oh doch, sie steht hier eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Das ist so geil, was sie für ein Maschinengewehr dabei hat. So, dann stellen wir uns hier mal ein bisschen auseinander und gehen mit Mario mal mehr in diese Richtung hier. Na gut, so 50% haben wir so langsam, würde ich sagen.
Moment. Doch, sie kann sich hier mal so einen kleinen Pilz gönnen. Mario kann sich leider nichts mehr gönnen. Dann beenden wir auch hier. So, hier hinten kommen jetzt die ersten Gegner wieder raus. Irgendein Sniper-Haro. Der aber sonst nichts weiter macht. Sehr sympathisch. Ja, gut. Wir haben Gott sei Dank alle nicht die Mega-Reichweite und machen hier gerade nicht so viel. Auch er trifft uns nicht. Sieht eigentlich ganz gut aus, ja? So vom Gefühl hier. Okay, die sind endlich mal nicht mehr eingeeist. So, wenn wir hier stehen. Ja, dann tschüss, meine Freunde. Durch die Wand durch. So, das war okay mit dem Nahkämpfer, jetzt hier nochmal ein paar Gegner wegzumachen. Aber unsere Fernkämpfer sollten auf jeden Fall auf den Boss gehen. Ja, so zum Beispiel. Warum nicht einmal den Feuertypen da als Absprungmöglichkeit benutzt quasi für die Waffe. Oder als Sprungmöglichkeit, Verlängerungsmöglichkeit, wie man es auch immer nennen will. Ah ne, hier sind wir schon wieder zu weit weg, okay. Oh, von hier geht's. Boah, Luigi macht dem Boss echt krass viel Schaden. Das ist unfassbar. Na gut, damit ist der Feuerharo weg und da kommt der Respawn. Und was der Boss hier an Schaden raushaut, ist auch echt einigermaßen überschaubar. Ne? Das ist auch noch ganz vorteilhaft für uns, dass er nicht jeden von uns one-hittet. Jo, ins Gesicht. Ach, hier hätte ich auch nochmal den Buff rausholen können, ne? Dann möchte ich aber ihn auch noch mal in Reichweite haben. Hätte ich mal am Anfang der Runde machen sollen, ne? Dann wäre ihr Schuss auch noch gebufft gewesen. Aber okay, jetzt haben wir immerhin noch zwei gebuffte Schüsse. Oh, und danach scheint der Boss auch schon so gut wie wegrasiert zu sein. Oh, das tat ihm ja gar nicht so gut. Oh, war es das schon? Er war noch gar nicht auf Null, oder? Oh, die Sparks strömen raus. Ist das tatsächlich schon gewesen? Das wäre krass. Aber jetzt leuchtet es hier schön. Das war es doch noch nicht, oder? Vielleicht doch. Was passiert da? Jetzt kommt sie mal auf die Idee, sich zu schützen, oder was? Oha. Okay. Das sieht jetzt erst nach dem eigentlichen Endboss aus. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst, Leute. Misera! Mit drei Ausrufezeichen. War, glaube ich, vorher auch schon. Nochmal, besiege Misera. Okay. Aber ich würde sagen, das ist jetzt wahrscheinlich die finale Inkarnation. Wir haben es geschafft. Wir haben sie aus Miseras Fängen befreit. Wir haben Misera wieder einmal aus dem Konzept gebracht. Ich spüre ihren Hass auf uns. Noch nie war er so schonungslos und intensiv. Ich glaube, ich habe Angst, Bibo. Nicht nur um mich, sondern um uns alle. Drei-Phasen-Kampf. Mit drei Teams auf drei verschiedenen Plattformen gegen einen nicht ganz gewöhnlichen Boss. Das ist auf jeden Fall mal eines Endbosses würdig, oder? Wir haben auch Angst, Genie. Das ist eine ganz natürliche Emotion. Versuche dich auf unsere Aufgabe zu konzentrieren. So, und jetzt? Ja, Rosalina. Natürlich. Diese Projektion dort. Behaltet sie im Auge. Rosalina gegen den Boss, oder wie? Ich vermute, sie hat sie erschaffen, um die gesamte Energie unserer Waffen zu nutzen und die Kraft ihres Zauberstabs zu verstärken.
Wenn wir oft genug auf den Zauberstab zielen, können wir vielleicht Miseras Verteidigung lahmlegen und sie direkt angreifen. Was? Hier, die drei Leuchtesterne hier vorne, oder was? Okay, Geld zum Heilen haben wir nicht mehr. Okidoki! Haben wir jetzt nur noch dieses eine Team oder sind da hinten auch noch welche? Ne, da hinten sind auch noch welche, ne? Let's go! So, wie viele Gegner haben wir hier? Ja, schon ein paar. Aber dieser Claudius rennt, glaube ich, los, wenn man ihn trifft. Ne, genau, dann darf Mario nämlich jetzt auch nochmal draufballern. Sehr gut. Komm, ein, zwei Crits. Nein, Mario crittet einfach aus Prinzip nicht, ne? Aber sie wird das doch jetzt wohl gewuppt kriegen mit einem Rasereiangriff hoffentlich. Genau, du bist hinüber, mein Freund. So, hiermit würde ich jetzt, glaube ich, schon mal so einen Zauberstab hier erwischen, aber leider keinen Gegner. Und damit auf jeden Fall Rabbit Peach aufladen, oder? Sehe ich das falsch? Ach, Rabbit Peach, Rosalina. Rabbit Peach. So, erstmal shielden. Na komm, dann. Machen wir das schon einmal. Habe ich jetzt überhaupt getroffen? Ja, genau. Es geht schon darum, diese Zauberstäbe da zu treffen, die drei. Ich glaube, sie erreicht damit keinen, oder? Na doch, beide sogar. Dann machen wir das auch noch. Und vor allem schon wieder ein neues Ziel, ne? Diesmal nicht auf den Boss zu gehen, sondern auf die drei Zauberstäbe da. Und danach irgendwas damit auszulösen. Ich weiß es nicht. Das werden wir gleich irgendwann sehen. Da sind auch nochmal zwei gewesen insgesamt. Okay. Noch mehr. Hä, hätte der nicht schlafen sollen? Toll. Habe ich doch nur einen erreicht. Was für eine Verschwendung. So. Da hat dieser Boss schon mal nicht so viel getroffen. Hier sind auf jeden Fall mehrere von den ganz Fetten. Jedes Mal diese Animation, ey. Wobei sie bei den Helden, die man nicht so oft gesehen hat, schon irgendwie ganz witzig ist. Genau, immer aufs Maul. Einmal debuffen mit einem Breakdance, bitte. Jojo. So, mit ein bisschen Glück, wie dieser Frost-Claudius oder wie er auch immer heißt, jetzt gleich auf... Ach so, nee, vielleicht erledigen wir den sogar noch von hier. Na gut, dann erledigen wir ihn. Kriegt Rabbit Mario das jetzt einmal ab. So, für mehr hat es jetzt auch nicht gereicht. So, er kriegt auch schon mal gut was ab auf jeden Fall mit zwei Luigi-Schüssen. Gut, dass der Dicke zuerst gelaufen ist. Entspann dich! Entspann dich! Oh Gott. Naja, immerhin hat er noch einen Konter rausgehauen. Aber ansonsten gibt es hier gerade ein bisschen Chaos auf meinem Schlachtfeld. So, die Frage ist halt auch, ne? Hoppla. Wie oft müssen wir sie aufladen? Also, Rosalina reicht einmal. Oder muss es mehr werden? Okay.
So, auch du darfst mal hier deine Reaktionsfähigkeit auspacken. So. Die Finte holen wir einmal raus. Mal gucken, was die so vorhat. Ah, sie erwischt sogar jemanden. Bam. Mal gucken, ob wir hier einen erledigt bekommen. Na, ich glaube ganz... Ah, ich hätte mal hier meinen Buff auch rausholen sollen. Aber heilen müssen wir hier gerade nicht. Ne, guck mal, sie... Ich wollte eigentlich angreifen und nicht die Heilung auspacken. Naja, greifen wir beim nächsten Mal weiter an. Scheiße, da hinten gibt es Schilder, das ist nicht so geil für uns. Ich wollte gerade sagen, hätte sie nicht im Vorbeilaufen hier irgendwie mal ihre Konterattacke auspacken müssen? Aua. Na los. Was ist? Na gut, noch ein bisschen so. Wie viel Debuffs hat sie eigentlich gerade drauf? So, Bowser wird einmal angelasert. Was auch immer das macht, ne? Es rollt über uns weg. Aber macht ansonsten gefühlt nicht viel. So, hier kriegen wir auf jeden Fall auch schon wieder was aufgefüllt. Wir gehen jetzt noch mehr auf die Sterne hier. Powerblock, bitte. So, den kriegen wir. Sehr schön. Dann ist es schon mal einer weniger. So. Mario, wie immer. So, 46%. Viel mehr geht hier auf der Seite dann gerade auch nicht mehr. Er will weiter weg. Ja, soll er mal. Nein, sie läuft ausgerechnet zwischen die beiden. Das kann nicht wahr sein. So, die haben jetzt beide eigentlich auch schon nicht mehr viel, ne? Aua. Ja, shit. Leider abgenippelt. Komm, mach mal was, Bait. Ja. Vielleicht auf den Dicken. Das wäre nicht so schlecht. Na, man weiß es nicht, wo der drauf will. Er will lieber da hinten drauf, okay. Wo ist Luigi? Da. Okay, dann darf er das hier nahkampfmäßig zu Ende bringen. Kassiert leider ein bisschen was, macht aber nichts. So, und Luigi sollte jetzt auch schon mal so einen Zauberstab hier treffen. Ah, Luigi macht das Ding ordentlich voll. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Ah ne, von hier aus kommen wir schon nicht mehr dran. Ja, die Frage ist echt, reicht einmal voll, ne? Mit ihm müssen wir ordentlich näher dran. Probieren wir es mal per Teamsprung. Ja, sieht doch ganz gut aus. Quasi ganz nah dran. Shit, jetzt komme ich noch nicht mal irgendwo gescheit in die Deckung rein. Naja. So, er auch. Köstlicher Pilz.
Und ich glaube, viel mehr geht hier nicht mehr auf der Seite. Oh. Hast du vor das Hindernis geschossen? Das tut mir leid. So, 77% haben wir, Rosalina. Dieser Wind? Ich frage mich, was macht dieser Wind? Der macht uns überhaupt nichts. Können wir uns einmal reinigen? Danke. Das hat nicht ganz gereicht. Das ist irgendwie schon frech, oder? Hier sind wir irgendwie auch zugeschleimt. Ich glaube, hier auf der Seite gönnen wir uns mal die beiden Spacken da weg zum... Boah. Ich hätte auch mal Rasereiangriffe machen können, ne? Auch das wäre irgendwie ein bisschen klüger gewesen. Naja, immerhin gehen sie beide drauf. Es hätte schlimmer kommen können. Und zwar, indem sie nicht drauf gehen. Aber irgendwie wäre es cool, wenn man hier nochmal was erwischen würde. Tut man aber nicht so richtig. Das nervt gerade ein bisschen. Also das habe ich ein bisschen ungeschickt gemacht hier, muss ich sagen. Naja, hier geht gar nichts mehr. Das hätte man durchaus ein bisschen besser machen können. Naja. Okay, aber bei den Gegnern ging auch nicht viel auf dieser Seite. Also irgendwas hat sie, glaube ich, gerade erwischt. Aber ich bin mir nicht so sicher, was. Oh yeah! Achso, hier haben wir auch nur noch sie. Auch das ist nicht so viel. Aber es macht ordentlich Kavems auch auf dieses Teilchen hier. 89%. So, Mario. Kriegst du eventuell schon den Rest hin? Glaube nicht ganz. 100. Aber nichts passiert. Das ist ein bisschen verwunderlich. Ja. Natürlich rennt sie durch die Gegend. So, das darf Mario mal wegmachen. Da hinten ist auch noch einer. Und respawn. Was ist denn jetzt hier? Rosalina. Einmal Eisenblick, Abwehrblick und einmal den hier hochkatapultieren. Er ist nicht hinüber. Frechheit. Dann halt so. So. Aber ich bin der Überzeugung, sie hat 100, ne? Oder sie muss einfach nur an die Reihe kommen. Ich weiß es nicht. Ah ne, es war anscheinend nur 99,999% aufgerundet auf 100 oder so. Okay, man sieht schon. Einmal hat nicht gereicht. Wie viel waren es denn jetzt? Wie oft muss ich das machen? Hat es irgendwie 100.000 oder so abgezogen? Habe ich das richtig gesehen? Muss ich das noch einmal vollkriegen und dann war es das? Oder wie habe ich das hier zu verstehen? Naja, immerhin schon mal wieder zweimal mit Luigi draufgebrezelt. Aber jetzt kommt hier elendig viel Respawn. 4%.
Ja, ich muss, ne? Machen die irgendwas für die Sterne? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nein. Sie laufen irgendwo hin, aber nicht dahin, wo sie sollen. Naja, das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Aber ansonsten scheinen wir hier gerade ein bisschen Ruhe zu haben, zumindest Richtung Misera. Wo ist denn sie abgeblieben? Kriegen wir sie noch weiter nach vorne? Ja, sieht ganz gut aus, ne? So, dann auch nochmal da drauf. Geh jetzt mit allen nur noch auf die Sterne und guck, dass wir den noch ein zweites Mal voll kriegen. Ist die beste und billigste Strategie, die mir gerade einfällt. Hier kommen wir einmal heilen. Herzliche Genesung, meine Freunde. So, und damit sind wir hier auch erstmal fertig. Ja, von da ganz hinten kommt was. Stört mich jetzt aber nicht so sehr. Jetzt kommt noch was von hier vorne, nächste Runde. Aber auch das stört mich nur bedingt. So, runde Schilde für alle. Leider habe ich hier auf der Seite nicht diejenige, die wiederbeleben kann. So, aber ich habe gelernt, wenn ich hier komplett am Stern dran stehe. Oh, dachte ich, macht das mehr. Na gut, ich habe 4 Schilde. Ich wollte gerade sagen, ich hätte hier auch einfach mal eine Heilung verpassen können. Ne? Wäre vielleicht ein bisschen schlauer gewesen. Ich stelle mich mal provokativ mit Mario hier hin, in der Hoffnung, dass dieser Feuerknecht dann gleich das Weite sucht, wenn er an der Reihe ist. Aber selbstverständlich will ich mit Mario auch eher auf die Sterne. Oh, dann sind wir hier auch schon fertig. Hier leben ja nur noch 2. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Achso, da war auch noch einer. Mist. Na gut, aber der wird Peach jetzt auch nicht umbringen. Ich wollte gerade sagen, ein so ein Claudius, das macht mir jetzt auch keine Angst. Aber da kommt noch ein zweiter Gegner. Und noch ein dritter Gegner. Noch mehr Gegner, bitte. So. 57 hat sie. Ja, er muss auf jeden Fall draufballern, ey. Er füllt das so weit auf. Unfassbar, guckt euch das an. Ja. Luigi macht das, glaube ich, zur Not noch im Alleingang zu Ende. hinten stehen auch noch 2, ne? So, ich glaube, an den Boss komme ich mit ihm eh nicht dran. Ne, dann kann er den ruhig machen. Durch die Wand durch. Und fügen dadurch weniger Schaden zu. Was will ich machen? Dass die Gegner weniger Schaden zufügen oder mich erstmal heilen? Ich glaube erstmal mich heilen. Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Mach das mal. 89%. Ja, und damit sind wir hier erstmal durch. Unfair. Ja, klar. Hast du direkt mal 2 Drittel oder mehr abgezogen. Ich wollte gerade sagen, es könnte sein, dass Rabbit Luigi jetzt auch drauf geht. Also ich glaube, wenn das Rosalina auf 100% bringen, ein zweites Mal jetzt nicht reicht, dann könnte es sehr eng werden.
So. 100% mal wieder. 10.000. Da steht immer was von 10.000. Aber links oben steht immer 7.085. Irgendwas läuft doch hier nicht richtig, oder? Misira greift einen Gegner vor ihr an. Sie kann nicht mit regulären Waffen besiegt werden. Mit ihren Flügeln kann sie ungeschützte Gegner wegstoßen. Ja, irgendwie erscheinen da jedes Mal 10.000. Aber ansonsten passiert da nichts. Und ich glaube, jetzt werden wir draufgehen. Vielleicht schaffen wir es noch so gerade eben ein drittes Mal auf 100%. Aber so richtig glaube ich es nicht. Ja, so vielleicht schon. Wenn die Gegner weiterhin in unsere Minen hier reinrennen. Aber es werden nicht alle machen. Ja, die werden uns vollschleimen. Da kommt Freude auf, wenn man hier noch vollgeschleimt wird und danach nicht mehr angreifen kann. Aber ich habe jetzt... Quasi zweimal hat Rosalina da irgendwie 10.000 Schaden gemacht, aber es hat irgendwie nicht so ganz gereicht, ne? Eigentlich hat es überhaupt keinen Schaden am Boss gemacht. Let's go! Und es ist nicht so, als wenn ich hier irgendwas anderes Richtung Boss außer diese Zauberstäbe erreichen würde, ne? So, retten wir uns hier nochmal in die nächste Runde. Habe ich mich nicht gerade geheilt? Oder habe ich irgendwas Falsches genutzt? Was ist denn hier schon wieder schiefgelaufen, Leute? Ich habe mich doch geheilt mit ihr, oder? Was habe ich hier benutzt? Naja, jetzt wird sie, glaube ich, draufgehen. Und zwar spätestens von Misera selbst, ja. Oder einfach vom nächsten Feuerknecht. Naja, sowas kann schon fatal sein, ne? Einen Verbündeten eher zu verlieren, als es nötig sein muss. So, der ist hinüber, sehr gut. So, Luigi macht das Ding eigentlich schon wieder fast von selbst voll. Prozent, das klingt eigentlich schon mal ganz gut wieder, aber es hilft ja nichts, ne? Naja, immerhin können wir das Ding offensichtlich auch erwischen. Ah, guck mal, ein drittes Mal. Okay, es hat anscheinend doch irgendwas gemacht. Haben wir es jetzt geschafft? Es sieht auf jeden Fall nicht mehr so gesund aus, was jetzt? Vierte Phase oder wie? Was geht mit Rabbit Rosalina? Jetzt kommen uns die ganzen Sparks wieder zur Hilfe, oder wie? Und hauen ihr eine ins Gesicht mit dem Laserstrahl. Na doch. Ah doch, es sieht so aus, ne? Als wenn wir sie jetzt endlich zerbröselt hätten. Mit allen unseren Spezialfähigkeiten, die wir jetzt noch raushauen. Ja. Oh, und Rosalina formt daraus noch eine Megawaffe. Let's
Boah, Schlacht gewonnen, Leute. Okay. Der ganze Endkampf hier hat jetzt, glaube ich, eine Stunde gedauert. Okay, wir haben ihn beim ersten Mal geschafft. Es war knapp gewesen. Aber wir haben ihn geschafft. Und es war wirklich cooler Fight gewesen. Ne? Verschiedenste Phasen, verschiedenste Aufgaben, dreigeteiltes Team, alle Helden dabei. Okay, mit ein bisschen Vorwarnung hätte man die Helden nochmal ein bisschen mehr anpassen können. Aber wir haben Misera endlich besiegt und das Universum gerettet vor ihrer Energieabsaugung. Und wir sind zurück am Schloss. Im Pilzkönigreich. Mario, du und deine Freunde, ihr habt die Galaxie gerettet und mich ebenfalls. Thank you. Und danke euch, euch allen. Aber die Sparks konnten wir nicht retten, Rosalina. Wir haben es versucht. Wir haben alles gegeben. Ich könnte schwören, wir haben mindestens 30 Sparks gerettet, aber das ist ein anderes Thema. Mein lieber Beep, oh, Energie wie die, die den Sparks Leben einhaucht, kann nicht zerstört werden, höchstens umgewandelt. Sie ist auch die Mutter aller Sparks, ne? Also wird sie auch für ihre Wiedergeburt sorgen. Rabbit Luigi wieder. Es sind einfach so geile Rabbits in dem Spiel. Die Sparks danken euch, dass ihr euch in Gefahr gebracht habt, um mich zu retten. Und das tue ich auch. Ich habe einst meine Familie gesucht, so wie du jetzt nach den deinen suchst. Hey. Wenn du möchtest, kannst du gern bei mir und den Sparks bleiben, solange du willst. Auch für immer. Ich will. Ja, das will ich. Rabbit Rosalina kann ihre Begeisterung nicht immer ganz Ausdruck verleihen, ne? Aber ich bin sicher, tief in ihrem Herzen war das ein Jubelschrei. Ich meine. Ja, das wollte ich. Aber wie sich herausgestellt hat, habe ich bereits eine Familie. Sie ist komisch und geht mir manchmal auf den Zeiger, aber ich liebe sie. Und was ist mit dir, Hüterin des Parks? Nun? Jetzt, da Misera weg ist, werden sich meine alten Kumpel bestimmt eine andere Aufgabe suchen. Ich denke, ich bleibe noch eine Weile bei diesen Grünschnäbeln. Mal sehen, ob ich sie durchbringen kann. Leb wohl, Mario. Deine Güte, dein Mut und deine Treue sind die Grundlage für viele Freundschaften, auch für unsere. Und Bowser, ist es nicht toll zu sehen, dass wir jedes Problem lösen können, wenn wir zusammenarbeiten? Ich bin mir sicher, im nächsten Spiel wird Bowser das wieder anders sehen. Auch davon wird Bowser sehr begeistert sein. Geiles Bild nochmal zum Schluss. Wie sie Bowser so lange triezen, bis er doch wieder ausrasten muss. Okay, der Abspann läuft, ne? Genau. Ja, nice. Damit haben wir Mario und Rabbids Sparks of Hope beendet. Cooles Spiel, finde ich. Hat Spaß gemacht, hat mir viel Spaß gemacht, das durchzuzocken. Ich habe ja anfangs schon erwähnt, ne? Ich mag diesen Crossover einfach aus den chaotischen Rabbids und dann doch irgendwie diesem braven Mario-Universum. Das haben sie auch wieder geil hingekriegt, ne? Vom Humor her fand ich es ziemlich geil. Auch vom eigentlichen Spiel her ist es ein wirklich guter, rundenbasierter Taktik-Shooter, auch überhaupt keine Frage. Ja, ich habe es ja schon, glaube ich, ein paar Mal erwähnt, ne? Ich hätte mir ein bisschen mehr Integration oder bessere Integration des Mario-Universums an sich gewünscht, im Prinzip irgendwie mehr Jump'n'Run-Elemente und was man aus dem Mario-Universum noch alles so kennt, mal irgendwie eingebaut. 2D, 3D gibt es ja für die verschiedensten Möglichkeiten. Auch Mario RPG und was Mario alles schon an Sportarten gemacht hat, ne? Da hätte man sich überall noch ein bisschen von bedienen können und den Crossover noch cooler machen können. Letztendlich, wie gesagt, ist es Jammern auf hohem Niveau. Es ist ein cooles Spiel gewesen, aber man hat ein bisschen Potenzial liegen lassen und ja, es war cool, es hat Spaß gemacht. Ich mag das Spielprinzip. Hab ja auch schon andere Spiele in der Richtung gespielt. Wie gesagt, XCOM und auch den Vorgänger Mario und Rabbids Kingdom Battle war auch sehr cool gewesen. Ab und zu mag ich dieses Spielprinzip. Ist jetzt nicht mein aller... wird nicht mein Lieblingsgenre werden. Werde ich nicht jeden Tag spielen müssen. Aber alle Jubeljahre finde ich das mal sehr okay. Und in der Beziehung ist auch, wie gesagt, Sparks of Hope sehr gut gelungen. Ja, storytechnisch natürlich zu vernachlässigen, aber das erwartet hier, glaube ich, auch keiner. Es geht hier wirklich mehr um den Humor im Moment, was die Rabbids hier einfach für einen Unsinn die ganze Zeit im Spiel machen und wie sie die ganzen Dinge kommentieren und auch unsere KI und Beep, oh, was die für einen Schwachsinn labern. Wie gesagt, vom Humor her finde ich es wirklich gut gelungen.
und vom Spiel her auch mehr. Fällt mir dazu auch eigentlich schon gar nicht mehr ein, aber mehr muss man dazu, glaube ich, auch nicht ganz sagen. Ist ein ganz nettes Spiel für zwischendurch, um es mal zu spielen, ne? Ja. Ja, das ist es im Prinzip, ne? Von daher bleibt mir eigentlich fast nichts mehr, als mich hier zu verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Und, Genie, wie fühlst du dich, nachdem du dein erstes Abenteuer als Ehrenheldin überstanden hast? Meine Gefühle als solche sind irrelevant. Die Mission war erfolgreich. Das ist alles, was zählt. Genie, ich dachte, du hättest dich weiterentwickelt, gelernt, mit emotionalen Angelegenheiten umzugehen. Entspann dich, Bipo. Das war doch nur ein Scherz, ein Witz, um für ein bisschen Heiterkeit zu sorgen. Ist das so? Nun, dann ist mein Coaching vielleicht doch nicht ganz umsonst gewesen. Ich bin stolz auf dich, Genie.